Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit mir und dem LS-Profi. Servus. Und natürlich dem Melu. Sympathisch Melu auf jeden Fall. Was? Ich hab einfach gar nichts gehört. Die Lara. Was? Du bist auch das erste Mal heute in der Aufnahme. Bist du aufgeregt? Nein. Weil echt nicht? Ich bin ja auch dabei war. Du bist auch dabei war? Ich bin's noch gewöhnt. Du bist es noch gewöhnt? Ja. Du bist ja noch ein richtiger OG. Ja. Was hat dich dazu eingeladen, hier zu sein? Weil jemand mit Superkraft. Keine Ahnung, ich hatte halt Bock, mit jemandem zu labern. Wow, ich dachte, weil du Sehnsucht nach dem... Okay. Ich hab ein kurzes Problem, Jungs. Ich dachte, du hast Sehnsucht nach dem Team gehabt, aber anscheinend ja nicht. Ja, also... Das Team, wo beim neuen Projekt dabei? Da war, ist ja fast gar keiner da, also... Schreibt beim neuen Projekt? War alles auch gar keinen Bock, mich zu sehen, ich weiß. Ja, also ich hätte ja gern mit anderen Leuten geredet, aber... Außer euch war keiner da. Wow. Das ist so, als wenn du sagen würdest, ja, ich konnte nur den Abfall nehmen, anstatt die Premium-Ware. Okay. Ja, genau so kommt das rüber. Okay. Jo, Lettland, bis wenn wir jetzt an im Finale. Bei mir, Junge. Und jo, dann was ist auch mit dem Projekt, und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ach, wirklich, ist heute schon Ende? Ich dachte, wir machen jetzt noch ein paar Folgen. Okay, Chrissy Gaming hat das Projekt beendet, dann kann ich auf ihr gehen. Spaß. Junge. Hast du nicht lachen gehen? Dich sowieso nicht. Ich will ja auch nicht lachen. Ja. Und ja, falls er heute wieder mal so lustig rüberkommt, vergiss es einfach. Einfach richtigen Humor, du weißt Bescheid. Und der letzte Ball wird fertig gewickelt, Junge. Schön für dich. Ich bin bald fertig mit Wickeln, zum Glück. Ich hab die eine Wiese fertig gewickelt und bin jetzt die große fast fertig. Alter, das sieht aus wie ein Minenfeld hier. Und mit pinken Ballen halt. Ja, vor allem, wie es wickelt, ich hab diesen Weiß. Warum hast du eigentlich weiß gewickelt? Jetzt auf einmal hast du ein Wickelgerät oder was? Boah, ja. Ich hab's dann ja berechnet, Alter, ganz ehrlich. Hätte ich auch nicht bezahlt, was ist daraus, Kind? Aber passt schon, danke. Den Zaun, scheiße. Echt jetzt? So, tschüss. Chrissy Gaming. Haben Sie Zeit? Warum? Wechseln. Ja. Komm ran. Bin fertig. Was zahlen Sie? Ich? Ja. Ich zahle dem Bier aus. Wow. Da ist aber nichts mehr AdBlue und mehr Diesel gezahlt. Und? Du sollst ja mit LU Sachen fahren, nicht mit deinem Zeug. Wow, das sag mal jetzt. Einer von euch beiden häckselt, ich häcksel sie ja nicht. Ich auch nicht. Dann häcksel ich, Alter, ist das ja nicht. Wobei, nee, ich häcksel. Das ist mein Feld. Wenn Chrissy Gaming hängt, so schreibt mein Feld nicht mehr. Wow. Steht ja danach sowieso nicht. Sag keine Liste. Oh, wow. Aber was soll ich jetzt machen? Die Hälfte. Ja, der Abfall gespannt nehmen. Was ist denn Fendt? Wow, er fährt mit dem LKW. Ja. Geil, darf ich endlich mal Fendt 1050 fahren. Was ist das mit dem LKW vor? Jetzt. Nö, ich hatte gerade Chrissy Gaming zugehört. Ich dachte, Häcksler fährt immer. Wer has fucked? Oh, die Drogen sind am Weg, Junge. Links, rechts. Ach du Scheiße, wir fahren mit dem Fahranfänger noch. Oh, das tut weh, Alter. Junge, wo hast du da eigentlich deinen Führerschein gewonnen? Und Chris hat auf jeden Fall die Kurve gar nicht so eng genommen. Nee. Wer has fucked nochmal? Hier drüben ist die Straße.
Rechts rum über Nagel. Wow. So, dann fahre ich mal kurz mein Röhrchen raus. Fahr rechts rum. Und helle Abfahrt. Zweite Tastatur. Wie viel 10, wie viel kmh? 10 km/h? 10 km/h, genau. Ich kann nicht dabei warten, weil mit dem fällt die Segel fertig. Jo, ich fahr jetzt einmal hier durch, dann bin ich fertig. Ich meine von der Anhängerkapazität her. Achso, ja, da kannst du ein bisschen warten. Ich glaube, ich bin ein schwarzer Rundball. Hä, wo kommt denn der schwarze Rundball her, Junge? Der ist jetzt mir, der ist auf meiner Feldfläche. Das glaube ich von Domme. Chrissy, das ist mein Ball. Okay, fahr. Wow. Der ist, glaube ich, ein bisschen schnell, hä? Ich fahr rückwärts nur. Aha. Deswegen hast du ja oben eine rote Ding in der Fresse und kein schwarzes. Echt jetzt? Ja, gut, ich könnte einfach LKW wechseln, dann ist schon rot, das ist in der Fresse egal. Egal. Aber Chris, du kannst, glaube ich, schon mal eins mehr gucken. Echt? Wie voll bist du denn? Oh ja, ein bisschen kommt was. Wo gemerkt, das sind 60 Kubikgänger. Ja, dann ja doch. Dann müssen wir nicht einmal rum. Kommt doch ein bisschen was runter. Ich habe ja auch zweimal gedüngt, ist voll gedüngt. Und kein Unkraut drauf. Jetzt fahre ich einmal gerade außen und der Haut kriegst du voll keine Entschuldigung. Schlimmer nicht. Bist du da schon aus? Übrigens, da vorne ist eine Hütte, ich würde ein bisschen rüberziehen. Ich ja, dann. Du machst schon. Ey, wir haben mit der Fan-Raupe haben wir den riesen Gruppe aus dem Standardspiel da durch Stadt durchzogen. Bitte. Ja. Ein Händler da. Ja. Wohlgemerkt auch eine RP-Server. Ja. Wo kommt eigentlich das Geschwafel dann hin? Runter auf meinem Hof. Im Silo was frei. Jetzt mach doch mal dein Ding da aus. Braun gelegt. Da sind links rum. Schön aus. Will ich ja. Ja gut. Ah. Ich fahr doch. Alles gut. Aber ja, Platz braucht zum Ende. Habt ihr es da inne? Oder wollt ihr eine Kaffeegrenze machen? Perfekt. Das sind die vielleicht, glaube ich, heute einzig schnell, der keine solche Äußerungen machen sollte. der Humor muss klar bleiben. Ich weiß gar nicht, warum ich sowas nicht sagen dürfte. Ich bin noch übelst glücklich gekommen. Ja, ja. Lettland, ich bin nur 2 Minuten zu spät. Ja, ja, Lettland, nur zur Info, wir haben 2 Stunden nein, auf den Herrn Kollegen gewartet. Das ist nicht gut. Ich hab 60%. 60%? Dizzy Game gibt Gas und bis in 1050 hier, nicht in 4. 96. Gas ist rechts übrigens. 99, voll. Wann hier? Alter, wir sind nur einmal rum und du bist schon voll. Das Prinzip Game ist einer, ist er noch kleiner als seine. Ja, komm ein bisschen Mais runter, wenn du so bist. Warum liegt hier Stroh, Junge? Shaper, Mann. Von dem Nachbarn hier, der Fritte. Die Lara. Ja. Was halten Sie von Hexen? Mais! Hä? Mais für Kekse, Junge!
Erinnert dich das vielleicht was? Story, Maishexen? Oh. Kann das sein, dass da einer wohl mein Feld mitgehängstet hat? Es waren zwei Felder. Zwei Felder sogar? Ja, das geht jetzt heute voll. Junge, weißt du, was ich gleich voll mach? Ich hau dir gleich einen durch die Kinder, Junge, dann bist du voll. Das traurig ist, aber du hast es nicht bemerken. Nee, ich habe auch früher nachgefragt, weil ich früher dachte, ihr wärt nicht so, wie ihr seid. Aber mittlerweile weiß ich das ja. Waren wir zweimal rum, wobei nee. Ich bin auch gar nicht ganz sicher, ich glaube, das war Kasper-Sitzel oder so. Falsche Richtung. Du bist auf die andere Seite. Ja, fahr. Ich glaube, das Kasper-Sitzel war. Nee, das war Patrick. Patrick, Felix ja, und Patrick. Du. Patrick, das war Patricks Idee. Patrick, der stoppt gerade vorne. Ja, das war Patrick. Patrick. Moin, wenn du da bist. Genau, Patrick hieß er. Das war Patrick seine Idee, ja. Patrick hieß er. Du weißt ja, wer Patrick ist, Junge. Ja, jetzt schon wieder. Warum hast du euch denn eine Partybeleuchtung ganz allein? Weil es einfach geil ausschaut. %60 60 schon. Der Typ ist noch immer in meinem Hof, Junge. Endlich Fahrwohlgemerkt die ganze Zeit mit Vollgas. Und da durch. 70. Ein Ertrag auf dem Feld. 73. Junge, ich kann ja gleich noch eine Mittagspause machen, Alter. Zack. Wobei, dann kann ich in der Zeit verdichten so lang. 80. Ich steh LKW im Silo. Ja. Ey, Chrissy Gaming, Alter. Hey, Ibo, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab's gar nicht gemacht. 90%. Ja, Alter, ich weiß, dass du meine Dinger immer wegfährst. Das ist schon das fünfte Mal, dass du es machst. 92. Boah, was ein fetter. 94. Ey, wie mein ganzer Hof voll steht, den kann ich glaub mal machen. 95, hey, 96, 97, 98, 99. So, war noch weiter. 2% hab ich noch. Scheißegal, war jetzt weiter. Ja, tschüss. Das ist grad so clean, dann kann ich meinen Hof kaputt machen. Oh, den Case, ein Ballenwagen. Komisch, wie der da hingekommen ist. Also bei dir jetzt auch wer hätte ich gesagt mir jetzt, aber der ist halt da. Nein, die ist auch gesagt, aber dank meiner Nachbarschaft ist es ja anders. Ne? Och man, jetzt hänge ich hier in der Fichte, Mann. Danke. Leck. Nur für den Leck? Sehr sympathischer Lecker hier. Ja. Digga, bei dir liegt auch seit 30 Jahren schon das Chefskraus drauf. Das ist ja wirklich so. Schade, ich kriege sie wieder Stadt. Schade. Dann fährst du durch die Stadt, Junge. Chris, okay. Was denn? Ist einmal frei. Perfekte Abkürzung auf jeden Fall. Sprecher am Feldweg. Ich wusste gleich, dass es am Feldweg mittlerweile gibt. In Stillet? Jetzt ja, das ist ein dezenter Map-Kit, das würde ich nicht sagen. Ich hätte es sogar früher schon erfahren können. Sag mal dann bitte die Abkürzung. Hä? Einfach durch. Au! Das ist ein scheiß kleine Pöcke. Oh, ich meine, ich gerade eine Helfer eigentlich, oder? Auch, das geht so, meine lieben Freunde, das war's dann schon wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne beim Herrn Kollegen vorbei. Und dann schaut zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.